Mega Käfer B. Leonard K. Oh mein Gott, hier sind jetzt über 80 Gems. Oh, wir haben was. Unterstütze mich mit dem Creator Code in Brawl Stars. Dafür kannst du ganz rechts im Shop meinen Code JoJonas eingeben und mich damit kostenlos supporten. Danke. Hey Leute, für das heutige Video habe ich mir etwas völlig Neues als Format überlegt. Und zwar werden wir heute einfach mal auf 5 verschiedene Accounts gehen. Und auf jedem einzelnen Account müssen wir einfach mal in den Shop gehen und dann dort den teuersten Skin kaufen. Mit diesem Skin müssen wir dann eine Runde Showdown spielen. Und wenn wir die Runde nicht Platz 1 werden, dann müssen wir uns obendrauf noch 3 Megaboxen kaufen. Wir sehen hier, wir haben aktuell ein Angebot. Da sehen wir es gerade, 3 Megaboxen ist ganz nice. Müssen wir uns obendrauf kaufen und wird dann eben nochmal teurer. Und vielleicht ziehen wir auch eben was Nices daraus. Ja, ich würde sagen, wir starten rein, gehen auf den ersten Account. Ich bin gespannt, was wir alles im Shop haben. Und ich würde sagen, let's go. Und euch wie immer viel Spaß. Ich bin gespannt, wie die Idee bei euch ankommt. So, da sind wir auf dem ersten Account und zwar auf meinem alten Challenge-Account. Da machen wir immer die Challenges, dass wir von 0 auf 5er Trophäen pushen und machen auch ordentlich Box-Openings. Ich würde sagen, wir gehen in den Shop und schauen. Let's go. Oh mein Gott. Wir haben schon einen Brock-Dancer, der ist nicht so teuer. Wir haben den Wächter Rico. Wir haben Mega Käfer B, die ist überall im Shop. Wir haben Rockstar Cold, Streetwear Max. Wir haben PSG Shelly und wir haben... Nein! Oh mein Gott. Okay, wir haben direkt... Junge. Der ist doch arschteuer, oder? Kostet nicht... Wie viel ist das umgerechnet? Oh je, wieder irgendwie 17, 18 Euro für einen Skin in Phoenix Crow. Ey Leute, heute natürlich genau, wenn ihr Bock habt. Wir kaufen uns natürlich alle unsere Skins heute mit Creator Code JoJonas. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr ganz rechts im Shop meinen Code eintragen. Bei jedem Kauf im Shop unterstützt ihr mich damit. Und ich würde sagen, wir hauen rein. Ist ein nicer Skin, aber wir haben Crow auch richtig hoch, glaube ich. Oh mein Gott, erstmal kaufen. Ich glaube, wir haben Crow auch ziemlich hoch auf dem Account. Also verhältnismäßig hoch, aber es ist schon ein geiler Skin. Okay, würde ich sagen, let's go. Wie hoch haben wir Crow? 580 Trophäen, ernsthaft? Oh nein, okay. Das ist halt jetzt echt, ist halt echt mein höchster Brawler. Okay, Leute. Wir starten rein und beginnen jetzt hier auf jeden Fall mit Phoenix Crow. Wir müssen Platz 1 werden, ansonsten muss ich nochmal 3 Megaboxen kaufen. Das ist halt wirklich komplett los. Ach, danke fürs Abo gerade, das reingekommen ist, lol. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns hier voll. Wir haben das Gadget, das ist eigentlich ganz nice. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir es auf jeden Fall schaffen. Die muss eigentlich da oben drin stehen. Und das heißt, die kann jetzt da nicht rauslaufen. Die können wir jetzt richtig schön da oben einkesseln. Die ist weiterhin eingekesselt. Wenn wir die halt bekommen, dann bekommen wir halt einfach ganz entspannt... Komm, let's go. Let's go, wir haben es. Wir bekommen ganz entspannt 2 Cubes. Wir sind schon mal Top 6. Es ist machbar, aber wir müssen halt leider Platz 1 werden. Ich dachte halt nicht, dass wir jetzt auf so einer hohen Trophäenzahl sind. Das ist ein anderer Crow. Ist aber eigentlich... Nein, wir haben das falsche Gadget. Haben wir das andere Gadget überhaupt freigeschaltet? Ich glaube schon. Wir haben das falsche Gadget ausgewählt. Ich weiß es nicht. Also, das Gadget, was wir ausgewählt haben, ist dieses Verlangsamungs-Gadget. Das ist halt, ja, ist halt schon bad. Verhalten ist auf jeden Fall. Egal. Wir haben jetzt... Oh, wir haben den nächsten Kill. Die Team jetzt nicht ernsthaft, oder? Oh, der will Team scheinbar. Wir jumpen drauf. Slowen ihn noch. Er hat das Schild. Ich weiß es nicht. Nein, er hat das Schild. Ich muss kurz schauen. Habe ich wirklich vergessen, das richtige Gadget auszuwählen? Kein Kommentar. Würde ich sagen, wir kommen einfach zu den Megaboxen. Jetzt ist alles egal. Wir starten rein. Erste Megabox. Nochmal 10 Euro obendrauf. Wir können alles ziehen. Ne? Mal schauen, ob wir reinlacken. Kriegen Surge Power-Ups. Das kriegen wir gar nichts mehr. Egal. Okay, würde ich sagen, so viel hier zum ersten Account. War schon mal ziemlich belastend. Ich hoffe, wir haben auf dem nächsten Account, ja, mehr Luck. So, wir sind auf unserem nächsten Account und zwar auf unserem alten Speedrun-Account vom YouTuber Speedrun. Ich habe gerade eben schon drauf gedrückt, aus Versehen. Wir sehen hier, der Shop ist insane. Wir haben Mega Käfer B plus B. Aber das ist ja nicht ein wirklicher Skin. Ich meine, es ist ja ein Paket. Ich hoffe, wir kriegen noch irgendwas anderes. Mal schauen. Ich meine, es ist ja eigentlich kein richtiger Skin. Okay, wir schauen in den Shop. Wir haben den Wächter Rico. Wir haben den Rowdy Carl. Wir haben... Oh mein Gott, der wird noch so teuer werden. Elway Primo und wir haben... Okay, wir haben Buckley. Okay, das geht noch halbwegs in Ordnung. Wächter Rico ist ein bisschen leider günstiger. Wir müssen es halt immer den teuersten Skin kaufen. Aber wir haben sogar noch Gems drauf. Ist eigentlich sogar ganz praktisch. Auf dem Account sehe ich gerade. Okay, dann würde ich sagen, wir holen uns den Boxer-Skin, würde ich sagen, oder? Ja. Würde ich sagen, 150 Gems ist noch am besten. Achso, genau, wieder Creator-Code kurz eintragen. Dass wir jetzt hier die Gems nicht umsonst ausgeben zumindest. Und ich würde sagen, let's go. Und wir müssen jetzt hier natürlich danach direkt den Win wiederholen. Ansonsten müssen wir nochmal 3 Megaboxen kaufen. Würde ich sagen, let's go. Okay, Leute, wir starten rein und haben jetzt hier auf jeden Fall den El Rey Primo Skin auf jeden Fall ausgewählt. Okay, also, wir müssen wieder Platz 1 werden. Ansonsten müssen wir uns im Anschluss wieder 3 Megaboxen kaufen. Das sollte eigentlich klar gehen. Ich meine, der Boxer ist eigentlich ganz nice auf der Map.
Und da oben können wir uns schon mal einmischen und können auch schon mal den ersten Kill abstauben. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt können wir uns hier auch hoffentlich den holen. Genau, let's go. Ja, die sind halt schon nochmal ziemlich lost jetzt hier, okay. Komm, den holen wir uns noch. Zack. Und dann sollten wir es eigentlich schaffen. Nein, komm. Oh mein Gott. Den müssen wir nur noch killen. Das ist absolut lost, was ich gerade mache. Ich treffe ihn einfach nicht. Egal, jetzt habe ich es. Okay. Wir haben es geschafft. Müssen also auch hier keine weiteren Megaboxen öffnen. Würde ich sagen, wir machen weiter mit dem dritten Account. Nächster Account und wieder ist es ein alter Speedrun-Account. Ich weiß gar nicht, was das für ein Projekt war. Das war auch irgendein Projekt mit YouTubern, glaube ich. Ich würde sagen, wir gehen auf den Shop und hoffen, dass es nicht zu teuer wird. Okay, wir haben schon den Frog-Skin wieder. Okay, was haben wir? Wir haben wieder den Wächter Rico, den haben wir immer. Ja, Mega Käfer B, 150 Gems, ist am teuersten. Wir haben Bandita Shelly, oh, Herzchen Penny und jetzt. Und wir haben den Al-Brown-Skin und wir haben den Serenadensänger Poco. Würde ich sagen, wir haben bisher noch kein einziges Mal den neuen Skin gekauft. Würde ich sagen, kaufen wir mal den neuen Mega Käfer B Skin. Der ist eigentlich ganz nice, kostet 150 Gems und es ist halt wirklich ein absolut geiler Skin. Deswegen würde ich sagen, der ist eigentlich perfekt jetzt hier geeignet. Achso, genau. Sorry, wieder fast vergessen. Teilweise echt ein bisschen nervig, den einzutragen auf jedem Account. Und ich würde sagen, let's go. 150 Gems und ich hoffe... Ach gut, wir müssen erstmal Gems aufladen. Ja. Junge, 10 Euro wieder, ne? Das ist so lost. So, let's go. Kauf war erfolgreich und ich würde sagen, wir holen uns jetzt hier den Mega Käfer B-Skin. 150 Gems, let's go. Wow. Junge, ich liebe diese Animationen, gerade mit diesen Flügeln, die unsichtbar sind. Wir müssen Erster werden, ansonsten kommen hier noch 3 Megaboxen oben drauf. Let's go. Let's go. Wir starten rein mit dem... Ja, Mega Käfer B-Skin. Es ist wirklich aus meiner Sicht einer der besten Skins überhaupt im Spiel. Auf jeden Fall von Punkten für mich 9 von 10. Ich hätte auch eigentlich die anderen Skins bewerten können. Auch gerne in die Kommentare schreiben. Also der El Rey Primo ist, glaube ich, für mich nicht mal so krass. Der ist vielleicht eine 6 von 10. Und der erste Skin war der Phoenix Crow. Der ist extrem krass. Ich glaube, der ist wieder eine 10 von 10. Digga, was ist das denn für eine Runde? Alter, ich finde den letzten Gegner nicht, was gibt's das? Oh mein Gott, nein! Er war im Busch! Nein! Oh mein Gott, ich dachte ganz kurz, ich bin die ganze Zeit rumgelaufen, am Ende wartet da ein Boxer im Busch einfach auf mich. Egal, wir haben es geschafft. Würde ich sagen, nächster Account, let's go. So, der vorletzte Account heute ist mein Pay-to-Win-Account. Da haben wir fast 10.000 Trophäen. Wird also schwieriger werden, Platz 1 zu werden. Ich hoffe, wir kriegen keinen krassen Brawler. Wir sind hier im Shop und sehen, die Wächter Rico, Mega Käfer B. Wir haben Star Silber Ems, die kostet aber Münzen. Wir müssen, glaube ich, schon Gems ausgeben, ne, für das Format. Wir haben Grabenkönig Tick, wir haben Weißen Crow und wir haben... Oh, lol, Peter und Anton haben wir, nicht Spaß. Wir haben hier Robo Spike, 150 Gems. Würde ich sagen, wählen wir aus, weil wir haben die Wahl zwischen... B oder halt Spike, da finde ich jetzt Spike krasser, haben wir noch nicht gekauft heute. Ist ein geiler Skin, das können wir auch mit Spike zocken, sehr nice eigentlich. 150 Gems würde ich sagen, Göttercode ist glaube ich drin schon, genau. Let's go, kaufen wir uns. Die Animation ist nice. Alter, würde ich sagen, Robo Spike, wir starten rein in die Showdown-Runde. Also, der Robo Spike-Skin, muss ich wirklich sagen, ist für mich, ich weiß es gar nicht. Also ich finde ihn sehr, sehr krass. Ist aber auch nicht der krasseste Skin überhaupt, würde ich sagen. Also für mich ist es mal so eine... Ich würde mal sagen, eine 8 von 10. Ich finde ihn schon sehr, sehr nice. Eigentlich ist vielleicht nicht ganz so krass wie die Mega Käfer B-Skin. Oh, der Bade, der kann auch als einziger gefährlich werden. Aber ich glaube trotzdem, dass wir es relativ easy hinbekommen sollten, ihn zu killen, genau. Oh, oh mein Gott, nein, nein! Was? Junge, warum bin ich so lost in dem Game? Das ist doch nicht ernst. Ach, Junge, okay, komm. Ja, Leute, let's go. Gems aufladen. Vor allem, ich habe das Angebot vorhin gekauft. Geil. Erstmal 270 Gems nochmal raushauen. Aber wir können auch einiges ziehen. Vielleicht haben wir Luck zumindest. Let's go. Ah, wir ziehen nichts. Nächste. Wir ziehen nichts. Und noch eine. Wir ziehen nichts. Okay, Leute, würde ich sagen. Letzter Account für heute. Wir haben schon einige nice Skins gekauft. Und ich bin gespannt, was wir jetzt hier auf dem letzten Account haben werden. Okay, das hier ist der letzte Account für heute und zwar ist das hier mein 100k Abonnenten-Special-Account gewesen. Inzwischen sind wir auch schon fast 200.000 Abonnenten, also langsam auf jeden Fall. Danke auch dafür. Das ist gerade, glaube ich, mal 2 Monate ungefähr her. Würde ich sagen, wir gehen in den Shop und wir haben auch leider keine Gems drauf, okay? Wir schauen, was wir haben. Und wir haben den Wächter Rico, Mega Käfer B, Leonard K, oh mein Gott, hier sind jetzt über 80 Gems, Summer Pam. Maskottchen Devil und wir haben noch den Al Brown Skin. Wir haben uns auf jeden Fall eigentlich schon den Mega Käfer B gekauft. Dann würde ich sagen, holen wir zum Abschluss hier noch den Al Brown Skin auf jeden Fall. So, die letzten Gems für heute. Hoffentlich
Let's go. Ich würde sagen, wir kommen jetzt hier zum letzten Skin. Aber wenn wir halt verlieren, dann nochmal 3 Megaboxen. Würde ich sagen, Al Brown ist echt ein nicer Skin, muss ich wirklich sagen. Gerade mit dem großen Kopf, der eben platzen kann, ihr kennt es. Würde ich sagen, let's go. Ist schon ein nicer Skin. Würde ich sagen, wir springen rein in die letzte Runde für heute. Und wir checken hier die Büsche immer schön aus. Let's go, okay. Da ist noch ein Nani am Leben. Okay, es wird. Oh mein Gott, da geht's ab. Da können wir richtig schön abstauben. Nein! Oh, Junge, er wirft mich fast in die Shelly rein. Eigentlich jetzt hat er keine Chance mehr, glaube ich. Was soll er jetzt machen? Genau, da kann ich jetzt eigentlich. Junge, ich meine nicht kurz. Okay, ich muss irgendwas machen. Ich jump drauf. Okay, ich war lost. Nein! Junge, wie kann man so lost in einem Game sein? Ich fasse es nicht. Wie soll ich denn jetzt noch Platz 1 werden? Das ist immer eine Ult raus. Ich kann es vielleicht versuchen. Ah! Oh mein Gott. Hau ab! Nein! Die wird das safe ulten. Ich kann nichts. Oder sie wird mich. Sie ultet nicht, okay. Ja. Na, sie lässt mich erst in Ruhe, aber oh, die wird, der Ultra ist sowas von. Oh. Ich versuche sie wegzuhalten, aber es ist so ekelhaft, ne? Es ist so. Ah, 3 Brawler noch am Leben. Komm, bitte lass mich in Ruhe. Nein! Oh mein Gott, sie lässt mich. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott. Mann. Wie treffen die mich nicht? Oh! Nein, Platz 3. Leute. Was eine dumme Folge. Okay, letzten Gems für heute, würde ich sagen. Wir haben echt es dreimal nicht geschafft, Platz 1 zu werden. Krass eigentlich. Also, wir waren halt auch relativ low häufig, aber egal. Wir legen los. Oh, wir haben was. Ein O war wieder so typisch für mich. Oh Mann, let's go. Okay, jetzt wird's spannend. Wir haben noch 2 Megaboxen vor uns. 3, 2, 1. Wir haben Gadget, okay. Wäre auch zu schön gewesen. Okay, nächste Megabox. Wir haben nichts, okay. Wär auch zu schön gewesen, wenn wir auch irgendwas rausgezogen hätten. Und wieder 5, okay. Leute, würde ich sagen, so viel zur heutigen Folge. Oh, wir haben noch eine Gratisbox. Würde ich sagen, so viel zur heutigen Folge. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Könnt gerne die Kommentare schreiben. Oh, wir haben sogar noch eine Box. Sekunde. Okay. Könnt auch gerne die Kommentare schreiben, wie euch auf jeden Fall das neue Format gefallen hat. Ich fand es eigentlich ganz originell. Und ja, ansonsten, wie immer, danke fürs Zuschauen. Könnt ihr gerne auch im Abstand vorbeischauen. Da sind wie immer 2 Videos verlinkt. Und ansonsten, haut rein und ciao.